Julian Friedlander, ich habe geredet mit einer Woche zurück bei wegen der Bucher, wo es hat gewollt gehen zu Präsident Trump in Beten, er soll rauslassen den Schule Mordke für die Prison. Das ist der Bucher, Julian Friedlander, er soll sein gesinnt. Er hat eine richtige, süße Bucher, er ist so weiß von der Schiddich, er ruch Hasselung und er kennt Hasselung. Denk hier in der Maße, der ewige Hasselnisch hat gehad als Schuchen. Die Schuchen hat geheißen Rebbe Yisroo. Ein Tag, der Chazanisch klappt auf sein Tee und er fragt ihm Rebbe Yisroo, wenn ihr wascht Nägelwasser, wascht ihr jeden Tag dreimal oder viermal? Sucht er viermal. So der Chazanisch geht. Er hat mitgebracht mit sich ein bisschen Wodka, ein bisschen Schnaps, mit einer Schmatte. Sie hat ihm sehr weite Zeit. Inten ist die Zeit, er kann nicht allein zu ticken. Er weht dann in der Yisroo, als er soll nehmen die Schmatte leiden ein bisschen Wodke, und er soll es leiden dort noch die Zeit, was er tut ihm gefährlich bei. Das ist eine heimische Triefe, das man leidt, a homemade remedy, das man leidt, dass die Zeit, was er tut, war, leidt mit Wodke. Und dann wurde ihm die Team, wenn er geendigt fragte, der ewige Chazon ist, dann hat er mich gefragt, wie viel muss ich zu gießen Nägelwasser? Hat er geantwortet, als Leute will nicht gehen, als einer gießt die Hand in die Frühe nur dreimal, jede Hand, sind es an der Herr Tunde. Sein Mal, so du am Beginn, was rief sich per Kudosch, wie der Mann bringt es in der Dürre, per Kudosch, ein heiliger Mal, wie kommt es jetzt an so einer Sache? So du am Beginn, von einem Mal, wo es ist heilig. Und ich sage, der Heilige Chazon ist, er hat es nicht gewollt, dass er sein Mal, so einer allein in der Hand, wo es hat nicht gewaschen, der Hand viermal.